Hallo ihr Lieben, heute wieder ein neues Pinterest-Tutorial, diesmal zum Thema, wie finde ich eigentlich die ganzen interessanten Inhalte? Da gilt bei Pinterest so ein bisschen das, was auch bei Facebook gilt, nämlich meine Timeline, die ihr hier seht, ist nur so interessant wie die Leute, denen ich folge und mit denen ich auf Pinterest befreundet bin. Ihr seht jetzt also hier diese Inhalte, sieht ein bisschen aus wie mein Blog, haha, weil da kommen schon nur Sachen, die mich persönlich interessieren. Das heißt, es sind also meine Themen, die ich immer interessant finde, denen ich folge. So, zum einen kann man nämlich Themen folgen. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Da klickt ihr einfach hier drauf, schaut euch mal an. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel Do It Yourself und selber machen. Interessiert euch, klickt ihr da drauf. Und dann könnt ihr genauer auswählen, was euch am Selbermachen interessiert. Sagen wir mal selbstgemachte Dekoration. Dem Thema könntet ihr jetzt mit Klick hier drauf einfach folgen. Das heißt, alles zum Thema selbstgemachte Dekoration wird euch angezeigt. Oder ihr sagt, nee, ich möchte eher selbstgemachte Geschenke. Dann könnt ihr auch diesem Oberthema folgen. Das ist also die eine Art, wie ich interessante Inhalte finde. Die andere Art, wie ich interessante Inhalte finde, ist, indem ich Menschen folge. Das heißt, ich sage zum Beispiel, die, hier habe ich schon mal eingetragen, die Joy von dem Blog Oh Joy, finde ich, hat so einen coolen Style. Da möchte ich einfach mal sehen, wie die so auf ihre Inhalte kommt. Bei Oh Joy muss ich jetzt hier Pinner anklicken, damit mir die Joy auch angezeigt wird. Das ist sie. Ich folge ihr jetzt schon. So, und da könnt ihr halt schauen, aha, das sind Joys Inhalte, interessant. Aber was mich eigentlich interessiert ist, wem folgt Joy? Weil Joy bezieht ja ihre Inhalte und Inspirationen auch dadurch, dass sie wieder anderen coolen Leuten folgt. Und die sind dann hier einfach alle aufgelistet. Das heißt, ihr, so wie quasi die Facebook-Freunde, ihr könnt ja auch sehen, wer mit wem auf Facebook befreundet ist. Und genauso könnt ihr hier halt auch sehen, wer wem auf Pinterest folgt. Und das macht es natürlich total einfach, coole Leute zu finden, coole Magazine zu finden, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Jetzt ist ja Joy Amerikanerin, das heißt, hier sind auch viele Sachen aus Amerika, irgendwelche Opinion-Leader und Style-Ikonen oder sowas wie das Milk Magazine. Ne? Da kann ich dann irgendwie schauen, aha, das interessiert mich, finde ich gut, schalte ich mal rüber. Zum einen kann ich dann hier irgendwelche Sachen folgen oder ich kann eben da wieder schauen, wem folgen die. Und so komme ich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen und entdecke immer wieder neue tolle Sachen, denen ich einfach folge, die ich anklicke und die ich dann nachher, wenn ich hier auf das P klicke, eben in meiner Timeline habe und sagen kann, Wahnsinn, weil wenn ich da reingehe, ist quasi maßgeschneidert für mich direkt alles auf dem Serviertablett, was mich interessiert und was zwischendurch gepinnt worden ist, als ich gerade nicht online war. Bis zum nächsten Mal. Ciao.